Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Thema Essen Camp. In diesem Video zeige ich euch die Funktion Schlichten. Los geht's! Als erstes öffnen wir natürlich mal wieder eine Datei. Diesmal ist es eine STL-Datei und zwar habe ich sie schon mal vorbearbeitet. Und schon so fertig gespeichert. Wenn, wenn ihr eine STL-Datei hier öffnet, öffnen wir einfach mal die hier. Und dann dreht ihr die zu euch zurecht, drückt auf freie Bearbeitung, Umriss extrahieren. Und dann könnt ihr das speichern, das Projekt so hier. Und dann müsst ihr das nicht nochmal neu extrahieren. So mache ich das hier immer wieder. Und jetzt will man nicht nur immer Holz fräsen, sondern auch mal Metall oder Kunststoff. Kunststoff habe ich gestern gefräst. Ist natürlich mal wieder nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Doch Kunststoff ja eine Eigenschaft hat, wenn es warm wird, dass es schmilzt und wenn es wieder abkühlt, hart wird und natürlich die Fräsbahn wieder verklebt, ist es ja nicht so ideal. Im schlechtesten Fall kriegt man das Teil nicht raus oder man erkennt gar nichts davon. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Zahnstange aus Kunststoff gefräst. Weil aus Holz hatten wir nichts Hartes da, also nehmen wir Kunststoff. Das war so irgendwas Acryl, Plexiglas, irgendwas so in dem Verschnitt. Auf jeden Fall, der stinkt wie Sau beim Fräsen. Und dann habe ich mir einfach hier erstmal Frästiefe eingestellt, den Fräser ausgewählt. Und dann habe ich erstmal gefräst. Und dann habe ich gemerkt, ja, das verstopft alles, nützt nichts. Auch mit Druckluft habe ich nachgepustet. Ist nämlich nicht die perfekte Kante. Also habe ich mir überlegt, nehme ich auch noch einfach ein Schlichtwerkzeug. Und zwar einfach nochmal den gleichen Fräser. Nur dann, mit dem ersten zwei Durchgängen oder wie oft, erst grob los, einmal grob zuschneiden so, mache ich langsam, nicht zu langsam, sonst verklebt es dir alles. Und auch nicht zu schnell, weil sonst schafft der Fräser es nicht oder so. Oder es verklebt auch wieder. Also muss man sich dann so ein gutes Mittelmaß finden. Und wenn man dann einfach mal grob alles rausgenommen hat, kann man mit Hilfe des Schlichtwerkzeugs nochmal einmal schön und ein bisschen flotter durchfahren. Natürlich brauchen wir hier auch noch Anbindungen. So, jetzt haben wir hier Fräse ausgewählt. Jetzt kann man hier die Schlichtzugabe auswählen. Entweder lässt man es bei 0, dann gibt er automatisch 5% dazu. Oder man gibt halt irgendeinen Wert dazu. Dann sieht man auch hier, dass eine gestrichelte Linie entstanden ist. Und zwar ein Versatz nach hinten. Wenn man das wieder deaktiviert, dann geht es wieder weg. Die Räumstrategie und Räumwinkel brauchen wir nicht. Und hier gibt es natürlich auch noch Phasenwerkzeug. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen mit Phasen, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber beim Schlichtwerkzeug muss man einfach nur das Werkzeug auswählen und die Schlichtzugabe. Und jetzt kann man mal bei Werkzeugliste, hier gibt es natürlich viel mehr Parameter, die kann man sich einblenden. Oder wenn man keine Lust hat, dann klickt man einfach auf den Schlüssel hier vorne. Dann öffnet sich hier das Fenster. Dann kann man hier Werkzeugnummer, Durchmesser, Kantenradius, Schneidwinkel, Dümbüm, Anzahl der Schneiden. Dann hier Standardparameter eingeben und hier Schlichtparameter. Da habe ich Tiefenzustellungen, glaube das waren 10, damit ich einmal auf die komplett, auf einmal die ganze Höhe schön sauber machen kann. Und hier habe ich glaube ich mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen höher gemacht. Natürlich ist der Vorschub bei beiden gleich, nur habe ich beim Vorschub vom Schlichten einfach mal am Potti noch ein bisschen höher gedreht, damit wir so ungefähr mit einem Meter oder mehr als einen Meter Vorschub haben. Und dann, kein Bild, da kann man auf OK klicken und dann wurde das so gespeichert. Wenn wir jetzt mal in die Vorschau gehen, sieht man, er fräst erstmal einmal das Teil normal aus, halt mit dem Versatz um 5% des Fräsers. Und noch einmal. Und dann beim Schlichtvorgang nimmt er dann die 5% noch weg. Könnt ihr euch vorstellen, wie beim 3D-Fräsen, da fräst er ja auch erstmal grob vor und dann fährt er nochmal schön langsam, schön und sauber und akkurat durch. Und das macht eigentlich der Schlichtvorgang.
Vorgang hier auch. Ich glaube, das verwendet man auch bei Aluminium oder so, damit man auch mal eine schöne, glatte Oberfläche hat. Mit Aluminium kenne ich mich leider nicht aus. Habe ich nicht gearbeitet, also. Aber so mit Holz und so. Mit Kunststoff, ja auch. Aber so erspart ihr euch dann nochmal Arbeitsaufgaben, wie zum Beispiel nochmal zurückgehen, nochmal hier Tiefenzustellung verändern oder nochmal Z auf einmal verändern. So kann man sich einfach hier Schlichtwerkzeug auswählen, das gleiche, Schlichtzugabe. Und dann werden die drei Arbeitsgänge gemacht, oder je nachdem wie tief man geht, die Arbeitsgänge. Somit hat man immer eine schöne, saubere Kante. So, jetzt werdet ihr noch die Fräsung von gestern sehen, und zwar glaube ich die letzte Fräsung. Aber die anderen Fräsungen werdet ihr auch noch in einem kommenden Video sehen. Nur mal hier so als Beispiel, wie das dann abläuft. Nur nicht wundern, ich habe noch mit Druckluft gearbeitet, weil die Fräsbahn verstopft doch ganz schön arg. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Fräsung.
Bilder von den fertigen Teilen und Projekten gibt es auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert noch meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao.